Ich darf heute sprechen mit Maria Furtwängler, die zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth die Gründerin ist der Malisa Stiftung, die sich für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen engagiert und sich für die gesellschaftliche Vielfalt einsetzt und die Überwindung einschränkender Rollenbilder. Außerdem hier in unserem Call ist noch Karin Heiseke, die Leiterin der Malisa Stiftung und eine Sozialwissenschaftlerin. Vielen Dank, dass ihr Zeit habt für uns heute, für die UFA und für diese Fragen. Die nächste und neueste Studie der Malisa Stiftung befasst sich mit der Darstellung geschlechterspezifischer Gewalt im deutschen Fernsehen. Was hat euch zu dem Thema bewogen? Tragt ihr diese Studienfrage schon lange mit euch herum in der Stiftung? Oder gab es einen konkreten Auslöser, der zu dem Wunsch nach einem besseren Überblick zur Datenlage bei dem Thema geführt hat? Eigentlich würde ich sagen, treibt uns das Thema schon länger um und wir hatten aber lange nicht so den richtigen Zugang, wie können wir das in eine Studie übersetzen. Wir haben ja mit der ersten großen Studie audiovisuelle Diversität, haben wir uns einfach sehr stark auf messbare Kriterien, ja, nein und so fokussiert. Und unsere große Studie zur audiovisuellen Diversität in den Medien war ja eine rein quantitative Studie und das ist nicht leicht, aber es ist sehr viel leichter, sagen, ja, der hat einen grünen Pulli oder hat keinen grünen Pulli an oder es ist eine Frau oder es ist ein Mann und die ist so alt oder die ist so und so jung oder es kommt, die kommt vor oder nicht oder er kommt vor. Ja. Es ist viel schwieriger, wenn man eine qualitative Analyse machen will und das muss man, wenn man sich anschauen will, wie wird Gewalt im Fernsehen dargestellt. Ehrlich gesagt, noch froher bin ich natürlich, dass wir die UFA mit an Bord haben, dass ihr da sofort mit aufgesprungen seid und gesagt habt, doch, das interessiert uns auch, das wollen wir auch wissen. Das sind wir auch. Karin, willst du uns mal sagen, warum eine differenzierte Sicht auf dieses sehr komplexe Thema so wichtig ist? Ja, Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, was auch in Deutschland immer noch stark tabuisiert ist. Also wir haben also das Thema kommt insgesamt nicht so häufig in den Medien vor. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt. Also gerade in den Printmedien hat sich da auch in den letzten Monaten eine Veränderung gezeigt. Wir wollten dann aber halt auch wissen, wie es im Fernsehen aussieht. Dazu gab es nämlich bisher für Deutschland noch gar keine Studien. Und ja, es gibt halt einmal die Dimension, wird überhaupt drüber gesprochen? Wenn ja, über welche Aspekte von Gewalt gegen Frauen wird gesprochen? Entspricht das der Realität? Also sind das, was wir, wenn das Thema vorkommt, ist es dann das, was auch wirklich den Gewaltformen, die am häufigsten vorkommen, auch entspricht? Oder ist es vielleicht etwas, was ein verzerrtes Bild darstellt? Dann bei der fiktionalen Erzählung insbesondere kommen dann noch Aspekte rein, aus wessen Perspektive wird die Geschichte erzählt? Ist es die weibliche vergewaltigte Leiche am Anfang der Story und anschließend geht es dann irgendwie nur noch um den Täter und die Person, die Frau, die die Gewalt erfahren hat, ist vielleicht nur noch so ein Accessoire für die Geschichte, aber es geht eigentlich gar nicht um sie. Und was macht das mit den Zuschauerinnen und Zuschauern? Das sind alles Fragen, die uns in dem Kontext bewegen. Mich hat, um das vielleicht zu ergänzen, man darf ja nicht vergessen, wir haben das übrigens auch in einem Tatort thematisiert, den Femizid. Und man darf einfach, muss sich immer wieder bewusst werden, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wird. Und dass jede dritte Frau in Deutschland überhaupt schon mal in ihrem Leben sexuelle oder einfach physische Gewalt erlebt hat. Und das wird sehr oft, also im Grunde sozusagen, wir sind uns dieser Dimension dieses Verbrechens eigentlich bewusst, aber ich finde, wir gehen damit nicht mit der nötigen Dringlichkeit um. Und mich hat total bewegt der Satz, den Yves Ensler mal gesagt hat, als ich sie kennengelernt habe. Übrigens, da habe ich auch Karin zum ersten Mal kennengelernt in Berlin. Da sagte sie mir diesen Satz, der größte Krieg, der weltweit geführt wird, ist der Krieg gegen Frauen. Und erst das ist da so ein Satz, wo man sagt, hä? Und aber dann, wenn du darüber nachdenkst und überlegst, wie viele Frauen jeden Tag weltweit Gewalt zum Opfer fallen, dann hat dieser Satz eine enorme Kraft. Und ja, vielleicht können wir da einen kleinen Beitrag leisten. Bestimmt. Ich finde, da kommt ja auch immer noch dazu, bei dieser Gewalt, die Frauen durch Partner beispielsweise erleben, dass das ja gerne als Beziehungstat dann kommuniziert wird und nicht einfach als Mord oder Totschlag. Femizid, genau. Das heißt dann Eifersuchtsdrama oder Familientragödie. Das lädt es so auf mit
Genau, und es ist halt blöderweise immer die Frau, die dann den Kürzeren zieht. Ja. Also das ist auch eine Form, ich glaube, da wächst auch nach und nach das Bewusstsein, dass das anders, dass das anders kommuniziert werden muss. Ja, ja, ja. Das Framing, was man ja betreibt damit. Genau. Mhm. Und wie bereitet ihr euch denn zusammen mit Frau Professor Linke auf diese Studie vor? Ja, wir haben in einem ersten Schritt haben wir eine kleine Arbeitsgruppe organisiert von Leuten aus der Praxis, aus den verschiedenen Aspekten der Praxis, also einmal den Medienschaffenden, sowohl im Bereich Fiktion als auch Journalismus und auch Leuten aus der Praxis zum Thema Gewalt gegen Frauen, also zum Beispiel aus einer Frauenberatungsstelle, die sich halt mit Betroffenen von Gewalt gegen Frauen, die mit Betroffenen von Gewalt gegen Frauen arbeitet. Ja, und wir haben uns zusammengetan, also die Forscherinnen und die verschiedenen Praktikerinnen, und haben uns angeschaut, was sind denn die konkreten Fragestellungen? Und also sowohl für den Bereich Fiktionales als auch für den Bereich Information, worauf müssen wir achten? Und haben praktisch wie so einen kleinen Reality-Check gemacht, ne? Also ob die wissenschaftliche Herangehensweise und die Perspektive aus der Praxis von Frauen, die mit gewaltbetroffenen Frauen arbeiten, wie das zusammenkommen kann mit der Praxis der Medienschaffenden. Und ja, da sind wir natürlich auch sehr dankbar für die Kolleginnen der UFA, die daran beteiligt waren. Und jetzt werden die Forscherinnen darauf basierend dann die konkreten Forschungsfragen sozusagen entwickeln und wie sie das Material analysieren werden. Und wir möchten das auch als so einen Prozess gestalten, der jetzt auch weitergeht, um das dann gegebenenfalls nochmal zu verfeinern. Wenn dann das Material zum ersten Mal gesichtet worden ist, dann kann man auch gucken, okay, kommen noch andere Fragestellungen auf, und ja, sehen das auch so als einen längeren gemeinsamen Prozess. Genau, also du hattest es ja auch schon erwähnt, Karin, was glaube ich uns besonders einfach interessiert, ist sozusagen die Perspektive, aus der erzählt wird. Das ist einfach eine ganz zentrale Rolle. Also steht der Täter oder die Täterin im Mittelpunkt oder die Frau, die die Gewalt erfahren hat? Oder erfahren wir etwas über sie oder wird sie eben letztendlich, so wie du vorher schon im Eingang sagtest, als Accessoire für die Geschichte benutzt? Und dann ist es ein voyeuristischer Blick, mit dem wir da drauf schauen, oder ist es wirklich ein Einblick in die Dynamiken dessen, was da passiert und warum es passiert. Und ich glaube, das ist einfach ganz entscheidend, und darüber nachzudenken, sozusagen, warum wird hier Gewalt erzählt? Und ich finde das übrigens einen ganz tollen Punkt, den ihr da gemacht habt, Katja, in eurer Charta, dass ihr sagt, wenn Herabwürdigung eines Menschen im Film vorkommt, dass man dann wirklich genau analysiert, warum, welchen Beitrag zur Geschichte leistet das und was wird damit erzählt? Und ich glaube, das ist finde ich einen unglaublich starken Punkt von euch. Und wir haben das ja inzwischen sogar auch noch ergänzt, nachdem ich die ersten Male mit Karin auch über eure neue Studie gesprochen habe, den Punkt, haben wir einen Experten oder eine Expertin hinzugezogen, wenn wir Gewalt gegen Frauen erzählen, auch sexuelle Gewalt beispielsweise, oder haben wir mit Betroffenen gesprochen? Ja, genau. Die Frage ist ja einfach, welche Geschichten erzählen wir? Ne? Und was interessant ist, und ich hatte just im letzten Tatort eine intensivste Diskussion darüber, dass eben ein Narrativ, was sich durchsetzt, ist sozusagen, also wir erzählen ja in Filmen sehr viel lieber sozusagen der Verbrecher, der Sexualstraftäter, der aus dem Gebüsch springt und die Frau im Dunkeln anspringt. Das ist die absolute Seltenheit, aber das ist sozusagen das Narrativ, mit dem wir uns da irgendwie am wohlsten fühlen. So ist der Sexualstraftäter sozusagen dunkel und auch gerne mal aus der Fremde herkommt. Und was eben in dem Kontext, auch in diesem Kontext nie erzählt wird oder fast nie, ist, dass die Frau sich wehrt. Und der Eindruck entsteht, dass, ja, aber wenn eine Frau sich wehrt, dann passiert ihr ja noch viel eher was. Und ich glaube, das ist ein sehr schädliches Narrativ, was wir immer perpetuieren, weil die Realität scheint zu sein, es gibt eine Untersuchung, die besagt, in 80% der Fällen, wenn die Frau sich wirklich wehrt, gelingt es ihr, den Angriff eines Fremden abzuwehren. Und wir werden da wie so erzogen in eine Rolle dieser Wehrlosigkeit. Und wir sind ja alle Produkte dieser Medien, die wir dauernd konsumieren. Wir perpetuieren extrem das, was wir einfach gesehen haben, weil es ist gelernt. Aha, so ist die Welt. Und die Medien geben uns einfach große Information darüber, wie die Welt ist bzw. zu sein scheint. Und deshalb, finde ich, haben wir als
Medienschaffende einfach da so eine große Verantwortung. Und ja. Wenn ich das nächste Mal was schreiben muss zu unserer Selbstverpflichtung, werde ich mich darauf verziehen. Wann können wir denn mit den Ergebnissen der Studie rechnen, so in etwa? Ja, voraussichtlich werden die Ergebnisse im Herbst diesen Jahres vorliegen. Also wir haben noch kein konkretes Datum festgelegt, aber es wird der Herbst. Und dann aller spätestens, denke ich, werden wir sie veröffentlichen zum 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Aber wahrscheinlich, ja, kann auch gut sein, dass sie schon vorher vorliegen. Okay. Ich bin sehr gespannt, sind wir, denke ich, alle. Mhm. Und wenn das so einen Ruck in der Branche bewirkt, wie eure erste Studie 2018 zu Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen, dann wäre ja eine Menge getan. Denn das hat damals ja definitiv, das kann ich auch aus der UFA sagen, kann ich auch für die UFA festhalten, dass das bei uns im Haus ja erst dazu geführt hat, dass wir diese Charta verfasst haben. Und das hat auch wirklich fühlbar zum großen Empowerment von jungen KollegInnen geführt, sich aktiv mit Rollenbildern auseinanderzusetzen und Rollenbilder auch in Meetings in Frage zu stellen. Das ist uns sehr aufgefallen. Inzwischen läuft ja die nächste Forschung zu dieser Frage. Und wir werden sehen, ob das bei der Diskussion geblieben ist oder ob sich wirklich was verändert hat. Was ist denn euer jetzt bis heute ganz subjektiver Eindruck, auch als Schauspielerin, als Produzentin, als Zuschauerin, ob sich was geändert hat, was das Rollenbild? Also wir wollen ja, danke Katja. Also wir wollen ja just als Malisa-Stiftung diesem subjektiven Bauchgefühl Fakten und Zahlen gegenüberstellen. Aber natürlich habe auch ich und auch Karin ein subjektives Empfinden. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ja, dieses subjektive Empfinden geht bei mir auf jeden Fall in die Richtung, da hat sich was verändert. Ich weiß, dass Filmförderer sich angefangen haben, Selbstverpflichtungen zu geben. Ich weiß, dass Sender sich neue Programme oder die Programme, die sie hatten, zu mehr Diversität ausgebaut haben. Ich weiß, dass so konsequent danach gesucht wird, nach auch, es gibt jetzt eine Queer-Serie, die erste bei der Digito für Mediathek Only. Es gibt, also ich glaube, es wird wirklich sehr viel mehr drauf geschaut, was aber nicht heißt, dass uns das alles immer schon gleich gelingt. Wir haben gerade eine kleine Serie produziert mit meiner Produktionsfirma, die heißt Ausgebremst, und da kommen jetzt auch zwei Menschen mit Migrationshintergrund, der Sohn meiner Figur, der sozusagen einen arabischstämmigen Vater hat. Und das ist total interessant, wie man zwar denkt, ja prima, das machen wir schon alles richtig und wir haben auch wir haben People of Color auch noch und so. Und dann sind es aber immer noch, merkt man, dass es immer noch wir weißen Bio-Deutschen sind, die glauben, die Geschichten erzählen zu können, so wie die Welt sehen. Und das haben wir wirklich in der Entwicklung unserer Bücher gemerkt. Großer Irrtum. Großer Irrtum. Wir hatten dann einen sehr intensiven Austausch mit Idil Baydar, die ja als Figur Gillette Aisha vielleicht einigen bekannt ist oder so, wo wir wirklich gemerkt haben, wow, krass, so fühlt sich das für die an. Also ich bilde mir ein, relativ woke zu sein, und nach den Gesprächen mit ihr habe ich gemerkt, not at all. Ich komme so stark aus meiner Wahrnehmung, aus meinem Erlebnisbereich. Ich kann mir eben vieles nicht vorstellen. Ich glaube, es hat sich was verändert, aber natürlich erwarten wir auch selbst mit großer Neugier die Daten, die nächstes Jahr publiziert werden. Ja. Nee, dieses Jahr publiziert werden. Wir sind ja schon 2021. Guten Tag. Auch im Herbst? Ist das auch im Herbst, Karin? Im Moment. Ich glaube, im Sommer, oder? Ja, im Moment haben wir vor, den Termin ähnlich wie bei der Veröffentlichung der ersten Studie, also in der ersten Juli-Hälfte, noch zu legen. Ja. Ja. Was Corona dazu sagt. Gerade wo ich dich, Maria, hier quasi an der Strippe habe, dann möchte ich nämlich unbedingt nochmal was fragen. Du bist ja eine Quotenfrau. Und ich möchte dich um Rat bitten. Was rätst du mir und auch anderen Frauen und Männern, auf die folgenden Aussagen zu antworten, die wir ja sicher, also ich ganz bestimmt, aber auch wir alle immer wieder hören? Zum Beispiel, die Quote ist nicht richtig, weil am Schluss muss immer die Qualität zählen. Ja, das mit der Qualität ist so eine Sache. Wenn ich mich in der Qualität nur messen muss gegen andere Herren, wird am Ende eben auch durchaus Mittelmäßiges von Männern gemacht werden. Während wenn ich mich da auch mit den Top-Frauen messen muss, dann wird es am Ende
glaube ich, insgesamt mehr Qualität geben. Was mir total geholfen hat, das zu verstehen. Es gibt ein tolles Foto, ich glaube, es haben ganz viele gesehen, von Kamala Harris vor den 50 vorangegangenen Vizepräsidenten der USA. Ja, und dann steht da eine Kamala Harris als 51. oder was sie ist. Und jetzt muss man sich einfach auch zu diesem Thema, oh Gott, ich bin eine Quotenfrau oder so, man muss sich einfach klar machen, dass von diesen 50 Männern keiner sich bewähren musste gegen eine Topfrau. Keiner musste irgendwie zeigen, dass er besser ist als eine Kamala Harris oder eine Hillary oder was auch immer. Es wurde da nur und ganz selbstverständlich ausschließlich im Talentpool Mann, weißer Mann gesucht. Und das muss man sich einfach klar machen, dass wenn man sagt, okay, Qualität zählt, du hast aber dann im Grunde ein Bild mit 50 Männern, dann frage ich mich schon, was ist mit der anderen Hälfte der Gesellschaft? Haben die wirklich keinen Beitrag zu leisten? Bringen die keine Qualität, kein gar nichts? Das würde ich auch zum Thema Quotenfrau, das sind alles Quotenmänner, 50 Quotenmänner. Und wir schämen uns, dass wir heute sagen, ah, da gibt es eine Quote von 20% für Frauen, ich will aber keine Quotenfrau sein. Sei froh, dass du überhaupt endlich mal dich messen darfst gegen diese selbstverständlich 100%ige Männerquote. Das würde ich eben auch zum Thema Qualität sagen. Das ist das. Ja, klar. Klar wird die Qualität insgesamt höher, wenn auch diese Männer sich messen müssen gegen alle Frauen. Ja, okay. Sehr gut. Kann ich mitarbeiten? Kannst du mitarbeiten? Danke. Da kann ich mitarbeiten, definitiv. Was ich auch noch oft höre, ist, es gibt nicht genug oder keine Frauen, die in Spitzenpositionen aufrücken will. Ich habe alle gefragt, deutschlandweit. Also mein Eindruck ist, wenn man dann nachfragt, sagt, okay, wen hast denn alles gefragt? Dann haben sie ein, vielleicht mal zwei Anrufe gemacht und dann haben sie auf das Altbewährte zurückgegriffen. Ich glaube, dass es da oft noch einen Mangel an Bemühungen gibt. Und ja, wir müssen uns da bemühen. Wir müssen uns bemühen, Frauen in diesen Pool reinzuziehen. Und da können wir nicht einfach sagen, oh, ich habe einen Anruf gemacht, die wollte nicht so, jetzt gehe ich mal wieder. Das reicht nicht. Ich glaube, der Ehrgeiz bei Leuten ist da tatsächlich häufig gar nicht so hoch. Ne? So, also dieses, ja, ich habe mich wirklich bemüht, da jemanden zu finden. Ich würde es, wie Maria, ich würde es auch mal überprüfen, sozusagen empirisch überprüfen. Also hat man denn jetzt wirklich, hat man nur einen Anruf gemacht und auch wirklich vielleicht nur eine Person gefragt, die man sowieso irgendwoher kannte, oder hat man wirklich geguckt, wo sind denn hier die Top-Leute zu dem Thema? Die letzte Aussage, die ich tatsächlich immer am besten, am schwierigsten zu beantworten finde, wenn Frauen dann sagen, Frauen in Spitzenpositionen, ich bin aber keine Quotenfrau, ich bin die Beste für den Job. Also die Umkehr meinst du? Ja. Ich bin keine Quotenfrau. Weil ich besser für den Job bin. Wie gesagt, also eine Kamala Harris, die ich glaube, kann politisch so oder so, die sicher eine Topfrau ist, die hätte vor 5 Jahren noch keine Chance gehabt. Und vor 20 Jahren und vor 50 Jahren erst recht nicht. Und ich glaube, dass eine gewisse Quote einfach überhaupt anfängt, irgendwelche Türen zu öffnen. Und man hat ja gesehen, was es in der Politik bedeutet hat, als sie angefangen haben, sich eine Quote zu geben, hat sich das extrem schnell verbessert. Und in dem Moment, wo sie da nachgelassen haben mit ihrer Bemühung, haben wir jetzt, glaube ich, weniger als 30% Frauen, die uns da im Bundestag vertreten. Das ist schon ein Problem. Also ich glaube, dass Backlash-Tendenzen und Tendenzen auf das Altgewohnte zurückzugehen einfach bei uns Menschen ein extrem starker, gerade in unsicheren Zeiten, ein extrem starker Trieb ist, dem man mit auch einer Krücke wie der Quote begegnen kann und muss. Die Krücke finde ich auch immer ein gutes Wort daran, weil das ja auch zeigt, dass das bestenfalls was Vorübergehendes ist, was wir irgendwann in Zukunft nicht mehr brauchen werden. Absolut. Hoffentlich irgendwann nicht mehr brauchen kann. Ja.